Recht herzlich mal wieder zurück und ich mache heute den Einbürgerungstest. Ich akzeptiere mal die Cookies. Und hier gibt es mehrere Einbürgerungstests und ich würde sagen, sowas muss man einfach mal gemacht haben. Nein, was habe ich keine Ahnung, ob man das gemacht haben muss oder nicht. Ich mache es einfach mal und zwar wohne ich in Brandenburg, deshalb mache ich den Test, den Einbürgerungstest für das Reich an, nein, für Reich an Naturparks, Wäldern, Seen und Wassergebieten. Dein Einbürgerungstest mit Fragen aus Brandenburg starten. So. Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu sehen? Der Bundesadler hier ist ja, sieht man sehr schön. Antwort sofort auswerten. Nein, weiter. Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er sie. In Bonn war sich dort das Bundeskanzleramt. In Berlin war sich dort blablabla. Auf Schloss Meseburg. Schloss Meseburg ist jemand anders. Bellevue ist Bundespräsident und Meseburg auch nicht, also Kanzleramt hier. Was darf das Jugendamt in Deutschland? Es entscheidet, welche Schule das Kind besucht. Ich glaube, das darf es nicht. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, es darf Familien nehmen. Es darf, es bezahlt das Kindergeld an die Eltern, es kontrolliert, ob das Kind einen Kindergarten besucht. Zweiteres trifft da, glaube ich, eher zu. Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag kontrolliert die Regierung, entscheidet, wer Bundesminister, Bundesministerin wird, bestimmt, wer im Bundesrat sitzt, schlägt die Regierungschefinnen der Länder vor. Müsste die Regierung kontrollieren, weil Opposition, also ja, das eine regiert, das andere kontrolliert. Würde Sinn machen. So, in Deutschland hat ein Kind in der Schule Recht auf unbegrenzte Freizeit. Wahlfreiheit für alle Fächer, Anspruch auf Schulgeld, Anwesenheitspflicht. In Deutschland hat ein Kind in der Schule Anwesenheitspflicht. Das ist so, also man muss sich also Anwesenheitspflicht, es sei denn, man entschuldigt sich. Recht auf unbegrenzte Freizeit wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber in den meisten staatlichen Schulen ist dies nicht so, also ja, wo der Träger des Staat bzw. die Stadt ist, also Anwesenheitspflicht. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft steuert sich allein nach Angebot und Nachfrage, wird vom Staat geplant und gesteuert. Angebot und Nachfrage werden nicht berücksichtigt, richtet sich nach der Nachfrage im Ausland, richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. Ich würde tippen, tatsächlich. Das vierte, ich habe keine Ahnung davon, weil ich leider politische Bildung nicht gewählt habe. Beziehungsweise nicht wählen konnte, dank meiner coolen Fächerkombination. Grüße gehen raus an das Bildungssystem, oh, ich spiele gerade auf Standard. Weiter. Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht? Wie wichtig? Also 1988 bis 1918, wäre eine interessante Zahl, aber die waren von 33 bis 45 an Macht, das weiß man natürlich. Was bedeutet der Begriff europäische Integration? Damit sind amerikanische Einwanderer in Europa gemeint. Der Begriff meint den Einwanderungsstopp nach Europa. Damit sind europäische Auswanderer in den USA gemeint. Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. Europäische Integration. Das hört sich tatsächlich, also dass ja um Europa geht, dieser Test vermutlich auch Punkt EU. Würde ich tippen, damit sind amerikanische Einwanderer in Europa, nee, damit sind europäische Auswanderer in den USA gemeint, würde ich tippen. Also, warte mal. Die Europäer integrieren sich dann. Und wenn die hierhin, naja, wobei, ich tippe auf die, egal, sagen wir die, wieso eigentlich nur die Amerikaner? Das können ja nicht nur die Amerikaner sein, deshalb. In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? Hitlers Machtergreifung müsste so ungefähr denn auch 33 gewesen sein. Ich überlege gerade, es müsste tatsächlich passen. Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? Die Bundesversammlung, die Volkskammer, der Bundestag, der Bundesgerichtshof. Parlament. Ein Parlament ist die Bundesversammlung. Und da wird dann der Bundespräsident gewählt. Ja. Bundesvollversammlung. Wer wird meistens zum Präsidenten, zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt? Der die älteste Abgeordnete im Parlament, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin des größten Bundeslands. Ein Abgeordneter, eine Abgeordnete der stärksten. Naja, derzeit ist Frank-Walter Steinmeier. Und der war, glaube ich, nicht der älteste und die älteste Abgeordnete im Parlament. Aber meistens kann es tatsächlich hinkommen. So, wie werden die Regierungschefs, Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?
Das sind alle Senatoren und erste Ministerin. Nein, das sind natürlich Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident eines Bundeslandes. So. Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf Meinungsfreiheit, Gleichbehandlung, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit. Freizügigkeit nicht, Versammlungsfreiheit, damit hat es auch nichts zu tun, Meinungsfreiheit auch nicht, das ist Gleichbehandlung. Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Freie Deutschlandpartei, führende Deutschlandpartei, Freie Demokratische Partei, Freie Demokratische Partei, FDP, glaube ich. Müssen, ja, die Demokraten, doch. Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht, wenn jemand zu einer anderen eine Straftat hat und angeklagt wird, eine andere Meinung als die der Regierung vertritt, sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird? Eine Straftat begangen und angeklagt, weil das die andere gehört ja hier zur Meinungsäußerung zur Freien. Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland? Christliche Demokratische Union. Die CSU, die hört man viel zu oft, aber egal. Was regelt das Wahlrecht in Deutschland? Wer wählen darf, muss wählen. Alle, die wollen, können wählen. Wer nicht wählt, verliert das Recht zu wählen. Wer wählen darf, kann wählen. Alle, die wollen, können wählen. Wer wählen darf, kann wählen. Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin? Habe ich das Video überhaupt? Ja. Betriebsrat, oder? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Es müssten die Dänen sein. Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine Person, andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? Das Briefgeheimnis. So, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied der Vereinten der Europäischen Union, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man soziale Marktwirtschaft. Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands? Die Bürger. Warte mal, Verfassung. Exekutive. Ich glaube, die Bürgerversammlung. Ich bin mir nicht sicher. Was für eine Staatsform hat Deutschland? Deutschland ist eine Republik. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbart? Die Prügelstrafe, die Tode, die Geldstrafe? Die Geldstrafe? Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit. Von heute. Das heißt ja, seit 1990, weil nachdem die Mauer gefallen ist, hat sich ja Deutschland nochmal verändert. Also würde ich so tippen. Bundesrepublik. Die Republik ging ja damals nur bis zu den Bundesländern, denen ich lebe, den 109 bzw. für mich alle habe. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am Geschichtsunterricht teilnimmt, Religionsunterricht teilnimmt. Welche der folgenden Auflistungen enthält nur Bundesländer, die zum Gebiet der früheren DDR gehören? Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen, Thüringen, Hessen, Niedersachsen, nein, Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, hier, das sind diese sogenannten 5, halt 9. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Die Gewerkschaften, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit CDU, CSU und SPD. Wo können Sie sich in Brandenburg über politische Themen informieren? Beim Ordnungsamt der Gemeinde, bei der Landeszentrale für politische Bildung wahrscheinlich. Welches Bundesland ist Brandenburg? Brandenburg würde ich tippen, ist die 4. Welches ist ein Landkreis Prignitz? Nein. Prignitz heißt das nicht. Ostprignitz-Ruppin ist zumindest das Kennzeichen, das sie haben. Rhein-Sieg, aber sind die anderen auch nicht. So. Bestanden. Sehr gut. Ich habe drei Fragen falsch. Ich bin sozusagen nahezu ausgebürgert. Europäische Union, da haben wir einen Fehler. Und wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? Ist der Bundestag. Achso, Parlament, ja. Ich habe jetzt so ein. Und der die älteste, nein, ein Abkommen, Erklärung und sein. Okay. Interesting, würde ich sagen, das war's mit dem Standardquiz. Vielleicht hänge ich dann noch das Schwere ran. Ja, danke fürs Zusehen erstmal. Tschö.